Trotzdem wird das Ganze in der politischen Diskussion stark instrumentalisiert. Und wenn man dann fragt, warum ist das denn so, zumindest wenn man das im nicht öffentlichen Raum fragt, dann wird gesagt, naja, das ist eben ein Kampfbegriff, damit sprechen wir einen bestimmten Teil unserer Klientel sehr an und das tun wir halt. Das richtet aber auch Schaden an, weil man nämlich die Tierhalterinnen und Tierhalter, die das ja letztendlich leisten sollen, und welche sollen es denn leisten? Ja, natürlich die Jungen, die weitermachen wollen. Ja, welche sind denn das, die weitermachen wollen? Na, die Größeren, weil man die damit systematisch diskreditiert. Insofern habe ich mit Interesse wahrgenommen, dass der Begriff ja bei den Grünen nicht nur umstritten ist, das ist er schon lange, dass das aber inzwischen auch Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist. Ich zitiere hier mal Robert Habeck vor einigen Tagen auf dem Urwahlforum der Grünen. Da hat er nämlich gesagt, das ist ein Zitat, ja, du kannst auch 10 Kühe scheiße halten, hat Habeck gesagt. Und das richtete sich an diejenigen in der Partei, die diesen Begriff Massentierhaltung instrumentalisieren. Und Sie haben ja hier im weiteren Verlauf der Veranstaltung auch noch Gelegenheit, mit den entsprechenden Politikern zu sprechen. Ich glaube, es wäre sehr hilfreich, nachzufragen, was denn wirklich mit Massentierhaltung gemeint ist, denn es fehlt letztendlich eine sinnvolle Definition. Und es geht nicht um die Menge der Tiere im Einzelbetrieb, sondern es geht um die Qualität der Haltung.